Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind jetzt eigentlich auf dem Weg zum, ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt, auf Türkisch heißt das Kapalı Çarşı, auf Deutsch ist es das Bazar, also das ganz berühmte. Da gehen wir jetzt hin und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen müde. Ich war gestern mit dem Rezeptionisten Jungen, haben wir glaube ich 2 Kaffee getrunken, der hat mich da eingeladen. Und dann haben wir glaube ich bis um 3:30 in der Früh gequatscht und so. Es war schon cool, aber ich bin schon ein bisschen müde und jetzt gehen wir da rein und da seht ihr euch auch weiter. Also bis gleich, Freunde, ciao. So meine Freunde, ein kurzes Update. Wir waren jetzt leider, das hat leider zu, es ist Sonntag. Wir waren ein bisschen irritiert, weil doch in der Stadt viele Geschäfte offen haben. Dachten wir uns, dass das auch offen hat, aber leider nicht. Deswegen werden wir schauen, dass wir morgen da hingehen, weil ich muss ein paar Gewürze und so kaufen, wenn ich schon da bin. Herzlich willkommen, wir sind ganz kurz in der blauen Moschee, heißt sie auf Deutsch. Sind wir, auf Türkisch ist das die Sultanahmet Camii, das ist eines der größten. Und Blue Mosque, weil das halt alles so bläulich ist und so. Und wir haben ja auch nicht so lange Zeit, ich habe nur noch 10 Minuten oder so und dann werde ich gebeten und dann müssen wir auch raus. Und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt, ich weiß nicht, ob man das Hof sehen kann mit der Kamera, aber wir schauen uns jetzt bald ein Match an. Um 19 Uhr fängt es an, Galatasaray gegen Fenerbahce. Und es ist bummvoll. Und jetzt schauen wir mal, dass wir ins Stadion reinkommen und dann melde ich mich auch wieder bei euch. Bis gleich, ciao. Extrem hart.
sind, ich glaube, ich bin schon 3 Minuten früher oder schon rausgegangen, weil wir das Tor kassiert haben. Und ich glaube nicht mehr, dass wir jetzt noch nachholen. Fand ich echt blöd, ich habe mich sehr geärgert. Ich finde es schade, dass ich herkomme extra zum ersten Mal sie sehe und wir dann verlieren. Das war irgendwie blöd. Aber vielleicht das nächste Mal. Mal schauen. Also bis später, Freunde. Ciao.